Herzlich willkommen bei der Christa Fiederschule. Moin moin ihr Lieben, willkommen in der Fiederschule. Boah, der Kahn, der kommt aber ganz schön nah hier. Ich werde immer wieder gefragt, was ist besser, geflochtene oder Mono? Wenn ich jetzt mit einer Mono fische, ich werfe ungefähr auf 30 Meter, halt die Rute ganz nach hinten und fische dann mit einem großen Schlaufenbogen. Durch diesen hohen Druck und durch die Dehnung der monofilen Schnur. Und wenn dann ein Schiff kommt, habe ich dann immer schöne Dehnung in meiner Schlaufe drin. Und dein Futterkorb hüpft nicht mehr so schnell. Hin und wieder hüpft er auch mal, aber nicht so schnell. Und durch den Bogen hüpft er dann wirklich gerade. Der geht dann schön gerade in der Futterspur bis zu einem gewissen Punkt und dann bleibt er stehen. Durch diesen Bogen. So, wenn ich jetzt mit einer geflochtenen Fisch, ich werfe die rein und mit einer geflochtenen fischt man ja immer direkt auf den Futterkorb. Das heißt, mit der geflochtenen gehe ich sofort direkt auf den Futterkorb, habe natürlich eine Schlagschnur drauf von 28, bin direkt auf dem Futterkorb drauf und dadurch fängt der Korb viel schneller an zu hüpfen. So, und wenn der Korb dann bei der geflochtenen schnell hüpft, geht dieser Korb nicht gerade in der Futterspur, sondern hüpft einen Bogen. Und damit streue ich mein Futter. Also ein geflochtene Hüpfen macht einen Bogen und die Monofil mit einer Schlaufe hüpft gerade. Also dann habt ihr eine gerade Futterspur und hier habt ihr eine gestreute Futterspur. Und ich denke mal, dann ist eine Mono am Rhein schon besser, weil ich dann immer in der Futterspur drin bin und ich bin damit auch recht erfolgreich. Also für mich persönlich ist die Mono wesentlich besser als die geflochtene. Gerade wenn es auf Baden geht. Die fängt dann auch schön dicke Fische ab und dann passt das auch. Okay, alles klar. Hab ich gut erklärt? Ha, wisst ihr Bescheid. Peace geht raus, euer Gigi. Ciao.